Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Jetzt alle gemeinsam, meine Freunde. Es geht los, es geht los. Ich habe für euch heute brandneue GTA 6 News, die sehr, 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 sehr interessant sind, die euch bestimmt interessieren werden. Haben wir hier endlich handfeste Beweise dafür, wann GTA 6 erscheinen soll? Es ist einfach genial, wie das Jahr 2022 losgeht. Es könnte das Jahr sein für die GTA-Fans und ich bin gehypt, euch dies zu präsentieren und bin sehr auf eure Meinung gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Aber Leute, ganz, ganz, ganz wichtig, so viele Leute schauen die Videos und verfolgen auch diesen Content, also wenn du weitere GTA 6 Videos nicht mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal, hier bist du immer auf dem neuesten Stand und gib mir mal ein Like für diese geile News, das würde mich sehr, sehr supporten. Lass uns mal zeigen, was in uns steckt. Würde mich wirklich sehr supporten und motivieren. Vielen, vielen Dank. Kommen wir mal ganz schnell zu diesem Video hier. Wie auch im Video angekündigt bzw. erwähnt, Take-Two hat Zynga für 12,7 Milliarden Dollar gekauft. Für viele Analysten bzw. diejenigen, die in Take-Two investieren, besser gesagt die Investoren, sind darüber nicht so glücklich, weil sie das in Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, so viel Geld für ein Mobile-Game-Hersteller zu investieren? Deswegen ist auch die Aktie von Take-Two sehr, sehr stark gesunken. Natürlich muss Take-Two da auch irgendwas sagen bzw. dagegen reagieren und den Leuten Mut machen, weiterhin in Take-Two zu investieren. Und sie haben Dokumente veröffentlicht, wo quasi erwähnt wird, wann oder wie eine Erhöhung zu erwarten ist. Und viele Investoren sind sich jetzt sicher, dass in diesem Zeitraum GTA 6 veröffentlicht wird. Der Analyst Doc Kreutz von Cowen hat gesagt bzw. seine Prognose abgegeben, dass GTA 6 2024 released wird. Denn wenn wir uns die Dokumente von Take-Two anschauen, geht Take-Two im Finanzjahr 2024 davon aus, dass sie ein Wachstum in der Höhe von 14% erreichen werden. Und laut Doc Kreutz bedeutet dies, dass Take-Two Einnahmen in Höhe von 9 Milliarden US-Dollar im Jahre 2024 erwartet. 9 Milliarden. Somit hätten sie fast diesen Einkauf, was sie getätigt haben, wieder drin. Und dieser Einkauf von 12,7 Milliarden ist so viel Geld. Die haben Rekordsummen gebrochen und erwarten, dass sie im Jahre 2024 9 Milliarden Summen einnehmen. Und das können sie nicht mit Mobile Games oder sonst irgendwie erreichen. Das kann laut den Analysten nur ein Spiel erreichen und ihr wisst es, das ist GTA 6 mit Rockstar Games. Aus diesem Grund geht der Analyst davon aus, dass GTA 6 zwischen April 2023 und März 2024 erscheinen wird. Und wenn ihr euch denkt, was juckt mich das, was ein Analyst sagt, beziehungsweise was interessiert uns das, was für Einnahmen Take-Two da erwartet, dann schaut mal in die Vergangenheit, da hat Take-Two auch mal Finanzberichte veröffentlicht, wo wir davon ausgehen konnten, dass GTA 5 released wird. Denn die Umsatzvorhersage wurde im Finanzjahr 2012 von Take-Two sehr, sehr stark erhöht, wie wir es momentan jetzt auch haben. Und dann kam ja GTA 5, zwar jetzt nicht im Jahre 2012, aber es war geplant, dass das Spiel zwischen 2012 und Frühjahr 2013 erscheinen sollte. Das sollte es ja auch so sein, aber sie haben es dann quasi verschoben auf Ende 2013. Und es deckt sich zusammen mit den Aussagen von Jason Schreier und Tom Anderson, die ja gesagt haben, dass GTA 6 im Jahre 2024 und 2025 erscheinen soll. Eins müsst ihr im Kopf behalten, das könnte sich verschieben auf 2025, denn ihr kennt Rockstar Games. Sie werden es bestimmt dieses Jahr ankündigen für das Jahr 2024 und werden es dann vielleicht verschieben auf dann 2025. Das könnte sein, weil Rockstar Games verschiebt immer, beziehungsweise besser gesagt, sehr, sehr gerne ihre Spiele. Sie werden es bestimmt wieder früh ankündigen, aber es leider verschieben. Das haben sie mit GTA 5 Expanded und Lens gemacht. Das haben sie mit vielen Spielen gemacht. Red Dead Redemption 2 wurde auch verschoben und ich denke, GTA 6 wird definitiv auch verschoben werden. Ja, das ist irgendwie momentan ein Klassiker bei Rockstar Games. Das kennt man als Fans von Rockstar Games. Also, ich könnte, beziehungsweise ist es wahrscheinlich, dass wir dieses Jahr endlich eine Ankündigung bekommen, angepeilt auf 2024 und dann wird es eventuell verschoben auf
Ende 2024 bzw. 2025. Das könnte passieren, ist nur meine Vermutung mit der Verschiebung, aber bin mal gehypt und gespannt, was da auf uns zukommen wird und bin auch auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Schreibt sie mir definitiv in die Kommentare. Seid ihr gehypt, dass wir endlich ungefähr ein Datum haben, wann GTA 6 erscheinen könnte? Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Gebt mir ein Like, wenn ihr hyped seid, und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.